So, und da sind wir wieder zurück zu Mafia 2, Joe's Adventure, dies, das. Und ich würde sagen, wir machen direkt mal hier weiter mit der Kacke. Ja, letzte Aufnahme ist schon wieder ein bisschen her, weil ich war zwischendurch mal wieder schön krank. So eine richtig behinderte Dreckserkältung, die irgendwie jeder hat zu dieser Zeit. Und ich war eine Woche lang echt am Verrecken, aber jetzt ist wieder alles gut und ich würde sagen, wir penetrieren jetzt erstmal unseren nächsten Missionsgeber. Oh, ich habe mich gerade hier erschrocken, weil ich den Spiegel da gesehen habe. Ja, wir gehen jetzt zur nächsten Mission, welche auch immer das sein mag. Ich weiß, dass ich letztes Mal ja irgendwie noch... ja, ich weiß es nicht. Wollte ich da eigentlich eine Mission starten und bin dann wieder gestorben und habe dann entschieden einfach noch zu warten oder wie? Ich weiß es echt nicht mehr. Garage öffnen. Was nehmen wir denn da? Ja. Was ist denn der Unterschied? Ach, das sind alles die gleichen. Ja, willst du mich verarschen? Komm, wir nehmen jetzt einfach mal den. Einfach weil wir es können. Wir müssen ja nicht immer diesen komischen da nehmen, den wir eh immer haben. Und das Auto, was ich eigentlich haben will, das werde ich sowieso nicht finden, weil ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Und ich habe den Ingame-Sound noch eine Stufe runtergestellt, weil ich glaube, dass ich teilweise im Vergleich zum Spiel ein bisschen zu leise war. Leider kann man das nur 10% mäßig einstellen. Also ich habe es jetzt von 20 auf 10% runtergestellt. Ich hätte es gerne auf 15% gestellt, aber das geht nicht. Zumindest nicht über die grafische Benutzeroberfläche. Vielleicht könnte man es über die Config-Datei irgendwie machen, aber ist mir jetzt auch eigentlich scheißegal. Es wird schon passen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hinwollen. Wir haben einmal hier die Rocker-Arena, genau, und dann gab es noch was, Mordauftrag. Ich würde sagen, einfach weil wir gerade näher dran sind, gehen wir mal zur Rocker-Arena. Beziehungsweise fahren dorthin. Und ja, ich bin gespannt, was so dabei rauskommt. Ja, noch ein Grund, warum ich jetzt so lange nicht aufgenommen habe, ist einfach, dass es total demotivierend ist, was YouTube momentan wieder mit den scheiß Videos anstellt. Ey, ich habe echt keinen Bock mehr. Das geht mir so auf den Piss. Wisst ihr, ich skaliere die Scheiße extra hoch, ja, und dann wird es von YouTube nicht anständig verarbeitet und es wird nicht freigegeben. Das ist doch alles für den Arsch. Also da geht einem die Motivation echt flöten. Aber ich kann ja auch nicht ewig warten, bis das Problem behoben ist. Ich habe schon gedacht, vielleicht komm, scheiß drauf. Lädst halt einfach nur 1080p hoch, scheiß drauf. Aber ich weiß nicht, irgendwie. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ist alles beschissen, ey. YouTube kann mal nach Hause gehen. So. Ich habe natürlich wieder schon die Bullen am Arsch, weil ich gerade wieder ein bisschen Stress geschoben habe da und die haben mich vorher sowieso schon gesucht, beziehungsweise der Wagen war gesucht und ja, das ist jetzt das Problem. Oh, da sind wir ja auch schon. Ja, Kollege, ist ja in Ordnung. Ich möchte jetzt eigentlich hier mal die Mission starten. Tschüss. So, Rocker Arena. Jetzt muss ich wieder vorlesen. Ach komm, ey. Boah, ne. Irgendwelche Wichser haben heute Nacht hier einen Roadster geklaut. Denke, da steckt dieser Rocker dahinter, den ich neulich gefeuert habe. Ich habe erlebt, wie er mit Autos umgehen. Ich habe erlebt, wie die mit Autos umgehen. Der Wagen gehört mir nicht. Er gehört jemandem, der eine größere Nummer ist als wir beide. Wenn du ihn mir heil zurückbringst, hast bei mir was gut. Aber bitte kein Blutbad. Ich will nur meinen Wagen zurück. Schlage die Rocker in ihrem eigenen Spiel und beschafft den Wagen wieder. Ich sag's echt wie so ein Kindergartenkind, lese ich vor. Es ist schlimm. Ich sollte mich mal irgendwie untersuchen lassen, keine Ahnung. So, gewinne den Wagen. Ach du Scheiße, jetzt muss ich kämpfen in der Rocker-Arena. Kann ich da meinen liebsten Freund mitnehmen? Der würde nämlich Tommy heißen. Mit Nachnamen Gunn. Was dann Tommy Gunn macht und ja, den hätte ich schon gern dabei. Dann wäre das leicht gewonnen, aber ich denke mal, dass das leider nicht gestattet sein wird.
Und ja. Wir fahren mal wieder hier Tempo. Ich krieg endlich mal wieder ein paar Punkte für die Kacke. Oh! Boah, ey. Das war schon wieder so ein fast tot, ja. Also ein paar Zentimeter. Kollegen, lasst mich bitte in Ruhe. Ich hab. Oh. Was habt ihr denn hier? Ja, was. Ihr habt aber tolle Autos, aber leider auch nicht wieder das, was ich haben will. Ist doch alles scheiße. So, wie schaut's eigentlich hier aus? Ah ja, okay. Runde 1. Ich hab's so lange nicht mehr geboxt hier in dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Es gab da irgend so einen Konterschlag, ne? Tschüss. Komm, ich mache jetzt einen Konter. Oh, Joe tritt dabei in die Eier. Ist gut zu wissen. Ah, ne, doch nicht. So. Ey. Ich habe dir das nicht erlaubt. Ist er jetzt endlich mal benommen? Jawohl. So. War's das schon? Du hast gewonnen. Ja, das war ja schwierig. Da habe ich mir fast einen Arm bei ausgerissen bei dieser Aktion gerade, weil das so heftig war. Naja. Komm, Joe. Gib Gas jetzt. Ey! Der geht direkt voll in die Offensive. Also so eine Scheiße brauche ich hier nicht. Da kann ich fahr auch, Kollege. Schau mal da. Bam! Ja, jetzt liegst du, eh? Und was ist jetzt? Bisschen nicht mehr so cool, oder? Ja. Ey, ey, ey! So was wollen wir aber nicht. Na, hör mal. So, ich denke mal, das wäre erledigt. Haben wir denn noch jemanden? Können wir das nicht überspringen? Das dauert immer so lang hier. Ach, das ist der finale Kampf, ja. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Der schaut auch nicht stärker aus als seine beiden Kollegen. Und die anderen Deppen da stehen einfach nur da rum und machen nichts. Oh oh. Aber irgendwie glaube ich ja nicht, dass die mir den Wagen geben werden. Ich denke einfach, die sagen, ja, Pech, kriegst du nicht. Und da muss ich da wieder ein bisschen Randale machen, denke ich mal. Ich weiß es ja nicht, aber es könnte zumindest sein. Ey, ey, ey! Joe! Nicht hinfallen! Oh, Scheiße! Aber wenn Joe einmal liegt, dann. Naja. Ihr wisst, wie es läuft. Der steht so schnell nicht wieder auf. Ja. Ich setze die ganze Zeit K.O.-Schläge ein. Nee, nee, das ist nicht gut. So. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass der mich nicht nochmal trifft. Oh, Scheiße. Ja, ich habe es gesagt. Okay. Der letzte war dann doch ein bisschen härter. Der ging ordentlich in die Offensive und ich muss jetzt da wieder hinfahren. Und das ist eigentlich gar nicht gut, weil ich wollte das nicht. Naja. Jetzt kann ich schon wieder fahren. Junge, ey, warum? Dann muss ich jetzt hier wieder euch unterhalten wegen der Kacke. Was soll denn das? Was soll ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ach, Mann. Ja. Keine Ahnung. Ich muss immer noch husten. Es ist so scheiße. Das dauert bei mir immer 2 Monate, bis es wieder komplett weg ist. Fragst du dich echt, was da abgeht? So, da sind wir auch schon. Können wir jetzt eigentlich da mal mit dem Auto den Ring betreten? Ja, sag ich doch. Geht wunderbar. Und jetzt bitte mal ein bisschen Action hier. Ich habe nicht ewig Zeit. Ich wollte eigentlich heute noch ein paar mehr Missionen machen und ja. Ich hau euch allen aufs Maul, ne, dass das mal klar ist. Komm, Joe, gib Gas jetzt. Tut mal nicht so, als wärt ihr hier voll die Ober-Pro-Gamer. So. Ja, also hör mal, ist Joe, du musst schon, ne, das machen, was ich dir sag. Jetzt werd halt benommen, du Pisskopf.
Oh, das war. Ja, komm, schlag zu, mach schon. Zack. So. Und jetzt. Ja, so geht das, Joe. Ey. Ey, der ist immer noch nicht fertig. Ich hab dem jetzt aber echt ein paar Mal aufs Haupt gehauen. Das sag ich doch, geht doch. Ach, Mensch. Ich muss halt nur auf den letzten Gegner aufpassen, weil der ist irgendwie ziemlich heftig gewesen. Los! Mach schon! Ja! Ein paar schwere Schläge in die Fresse haben noch keinen geschadet. So! Na komm! Versuch es doch! Ey, 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 das wollen wir doch nicht. Joe, was haben wir gesagt, was wir nicht machen? Genau so was. Verdammt nochmal. Jetzt hau den endlich weg. Es ist erst der Vorletzte. Du musst deine Kräfte ein bisschen sparen hier. Und wenn jetzt gleich wieder der andere Macker da kommt, der meint, hier einen auf Peniskopf machen zu müssen. Ja, da weiß ich auch nicht, was ich dagegen tun soll. Runde 3, der finale Kampf. Ja. Komm, kann ich nicht einfach meine Waffe ziehen und den umballern? Ey, der. Ja, natürlich. Wisst ihr, im Konterschlag kontert er mich. Das macht ja so viel Sinn. Da kannst du den Konterschlag auch gleich sein lassen. So. Ah, er schaut besser aus. Bis jetzt hat er mich noch nicht ordentlich erwischt. Oh, nein, Joe, mach das nicht. Ey, du musst in Deckung bleiben. Der Typ kann gefährlich werden. So. Ach so, da ist ein. Okay. Nein! Du sollst das nicht tun. Also, so wie ich das hier sehe, sollte ich am besten nicht Sleeping Dogs Let's Playen. Weil wenn ich so schlecht boxen kann hier, dann würde es mir in dem Spiel bestimmt auch nicht besser ergehen. Weil da musste er ständig in den Nahkampf. Wenn ich hier schon so am Verkacken bin, möchte ich nicht wissen, wie das in dem Spiel da aussehen würde. Hatte ich eigentlich vor, vielleicht mal ein Let's Play davon zu machen, weil ich habe das ja privat auch noch nicht durchgezockt. Ich habe nur mal 2 Stunden reingespielt. Aber, naja. Oh, Joe, der war gut. Ja, ich denke mal, der hat's hinter sich, ne? Du hast das Turnier gewonnen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. So. Liefer den Wagen bei Charlie. Ach, die haben ihn uns einfach so übergeben. Ja, das finde ich ja nett. So, wir schauen jetzt erstmal, dass wir richtige Waffen auf den richtigen Slots haben. So. Das ist eine gute Sache. So. Dann können wir ja da einsteigen und wieder zurück zu Charlie. Mein scheiß Radio ausmachen. So. Das läuft. Ja, die Kiste hier geht auch gut ab, muss ich schon sagen. Können wir vielleicht ein bisschen. Oh ja. Nein, 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 nein. Ich habe gerade überlegt, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Dann hätte ich wahrscheinlich den ganzen Boxkampf nochmal machen müssen. Deswegen reiße ich mich jetzt zusammen und versuche hier nicht irgendwie zu driften oder so. Weil nachher kann ich das echt nochmal alles machen. Das wäre echt kacke. So. Ah, ich wusste, dass das passiert. Ich habe es geahnt. Aber zum Glück sind sie noch nicht aggro. Die machen noch nichts. Sind noch nicht böse zu mir. Vielleicht sollte ich mich stellen, aber. Nee. Weil dann, keine Ahnung, dann, ja. Nachher, weiß ich nicht. Ich lasse es lieber. Die haben mich eh schon wieder verloren. Und ich hoffe mal, dass ich den Wagen nicht unbeschädigt abliefern soll, weil sonst hätte ich jetzt ein Problem.
So oft, wie ich da schon irgendwo dagegen gerast bin. Er soll erst mal fahren lernen. Da kann man dann eine Abkürzung nehmen hier, ne? Jawohl. So. Wann sind wir denn endlich mal da? Das gibt's ja nicht. Es kann nicht.